Jungs, raus aus dem Auto. Oh, fuck. No, 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 no. Was ist da los? Feuer frei, Jungs. Feuer frei. Alter, ich habe nur die Raketen fliegen sehen. Was zur Hölle? Oh, shit. Was zur Hölle ist hier los? Es brennt alles. Achtung, Raketen, Raketen. Wo sind meine Jungs? Ah, sehr gut. Sie leben noch. Hallo meine guten Freunde, ja, mein Name ist Ralf Finger aus der Ruselande. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge für euch, und zwar LSPD war mit der Ruski Oma Special Forces und meinem Kollegen Wladimir, der besoffen ist und vergessen hat, seine Swatters-Rüstung anzuziehen, sitzt an die MG. Meine Kollegen haben alle keine Namen, alle Besowski, genauso wie ich. Ich wünsche gute Unterhaltung und viel Spaß bei der LSPD-Fahrt. Hallo Leute, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Keine Ahnung, was das am Anfang war, aber ich habe mir gedacht, ich rede mal irgendwie so slawisch. Und jo, ihr seht selbst, ich habe die Skins der Special Forces aus Russland an, genauso wie dieses Fahrzeug, den Gast 2030, auch modifiziert mit dem russischen Polizeiskin drauf. Hier oben drauf habe ich mir einfach mal so einen Typen geschnallt, der hieß Russian Drunk. Ich dachte mir, hey, passt gut in unser Auto, wir sind ja ein bisschen außergewöhnlich, und ihr seht auch, die Klamotten sind russische Special Forces. Habe ich auf GTA Mods gesehen, dachte mir, wird ganz witzig, heute eine SWAT-Folge mit den Russen, wird wieder viel Ballerei geben. Und dieses Fahrzeug kann auch einiges. Und was es kann, zeige ich euch gleich in der Folge. Eine Stärke, meine Kollegen. Lasst mal ausfahren, ja? Den trinken und dann fahren, okay? Ah, ah, ah. Rapido, rapido. Was uns gleich auffällt bei dem Fahrzeug, ist eine leichte Schlagseite. Es hat irgendwie noch ein bisschen, bisschen Wodka-Intus-Hit. Hier, das ist vorne das rechte Rad. Klemmt irgendwie am Boden. Ich fahre mal kurz hier irgendwo dagegen. Das soll nur, das Auto soll mal aus dem Boden rauspacken hier. Ups. Auf damit. Naja, gut, haben wir ein bisschen betrunkenes Fahrzeug. Ups. Oh, 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 hallo. Willkommen in Russland, meine Freunde. So fährt man hier Auto. Aber wir haben es rausgeschafft, und ihr seht ja selbst, der Typ da oben drauf sitzt am MG. Oh Mann, das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich keine Sirene habe. Das heißt, wenn wir irgendwo zum Einsatz fahren, dann müssen wir immer den Straßenverkehr umgehen. Und apropos Einsatz, besorgen wir uns mal einen, oder? Was cool ist, mal ein bisschen mit Action. Alles klar, jetzt mitbekommen, Leute. Shots fired, multiple officers down auf dem Freeway. Ups. Da muss ich die Russen einschlagen. Ihr wisst schon, eingreifen und dann zuschlagen. Naja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt eine coole Zeit, Leute. Es ist Sonntag, es gibt eine weitere SWAT-Folge. Wir rasen jetzt da erstmal hoch. Und ich möchte euch mal wieder was ans Herz legen. Und zwar, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Ich möchte euch einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar den Kanal von Mikama. Das sind drei Jungs. Die haben einen sehr coolen YouTube-Kanal auf die Beine gestellt. Und die habe ich selbst auch abonniert und mal reingeguckt. Machen sehr, sehr witzige Videos. Und dann lohnt es sich einfach mal vorbeizugucken. Ich habe noch den Namen, Marius, Kai und Manu waren es genau, habe ich mir mal aufgeschrieben. Und die machen, was machen die, so Challenges und Battles und ganz coole Videos. Und mein Einsatz ist gerade wieder verschwunden, so eine Scheiße. Könnt ihr mal reingucken. Kommen auch aus Bayern, die Jungs. Und ja, sind einfach sympathische Dudes. Link ist in der Videobeschreibung. Und guckt mal vorbei, wenn es euch gefällt, könnt ihr mal ein Abo da lassen. Das letzte Mal, wo ich sowas gemacht habe, war das mit Iggy Fresh, meinem Kumpel aus den USA, der auch einen YouTube-Kanal hat mit SWAT. Also, wie gesagt, wer einen coolen Kanal hat oder so, oder schreibt mal in die Kommentare, erwähne ich euch gerne, ist gar kein Problem. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und jetzt, was ist los mit dem Callout? Aber schön sieht die Sonne aus. Pech gehabt. Neue Callout, Leute, wir brauchen Action. Wir brauchen Action! So, der nächste Gunshots reported Einsatz, und es ist wieder woanders. Jetzt bin ich hier auf dem scheiß Highway oben. Jetzt ist dieser blöde Einsatz da unten, wo ich gerade hergekommen bin. Ganz ehrlich, liegt das daran, dass wir alle... Kann ich irgendwo runterspringen? Let's do it. Nein, da komme ich nicht rüber, oder? Komme ich da rüber und... Oh, oh, shit, nein, Mann. Ich muss irgendwo runter, Entschuldigung. Halt, Entschuldigung. Ich bin... wir sind russisch, wir dürfen das. Irgendwie so... Wer von euch kann mir denn übersetzen, was dort auf der Seite draufsteht? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es heißt Polizei, ob das so ist, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, dieser Einsatz hier, dieser SWAT-Einsatz oder was auch immer, wir kommen doch viel zu spät. Wir kommen doch jedes Mal zu spät, wenn hier irgendwas los ist. Was ist das für eine Scheiße hier? Oh, abbiegen und darüber. Ein bisschen hupen. So, mal gucken, wie es dem Kollegen so geht. Jo, der sitzt da auch sehr bequem drinnen. Wow, wow, wow. Okay, wir müssen erstmal hier am Hafen vorbei, dann links über die Brücke. Dann hier noch durchs Nadelöhr, dann dreimal stricken und wieder um die Ecke. Was zur Hölle ist denn das für eine Strecke hier?
Ab, na, no, der Einsatz ist schon wieder, der Typ ist schon wieder down, der ist schon wieder RIP. Leute, so nicht, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt mal einen neuen Einsatz, kann aber nicht wahr sein. Und das Auto ist immer noch besoffen, guck mal, wie schrecklich das da steht, ey. Kommt an die Leute, Terrorist Attack, Leute, wir sind dabei, jetzt aber mal richtig Action hier. Das ist direkt auf der Brücke, oder? Haben wir Pech oder haben wir Glück? What the fuck? Jungs, raus aus dem Auto. Oh, fuck, no, 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 no. Was da los? Feuer frei, Jungs, Feuer frei, Alter. Ich habe noch die Raketen fliegen sehen. Was zur Hölle? Oh, shit. Was zur Hölle ist hier los? Es brennt alles. Achtung, Raketen, Raketen. Wo sind meine Jungs? Ah, sehr gut, sie leben noch. Immer drauf auf die Typen. Shit, oh, shit, Mann. Oh, fucking shit, Alter. Du brennst, mein Kollege brennt. Schnell Wodka, Wodka, Leute. Wo sind die? Oh, shit, oh, der Bus, Alter. Habt ihr es gesehen? Oh, shit, die Feuerwehr ist auch da, ich drehe im Rad. Alles klar, leichte, Feuer, es brennt, ich bleib hier mal, chill mal, bist du, oh, shit, die Feuerwehrleute brennen alle. Hört ihr das Geschrei, oh, shit, die Raketen fliegen. Jungs, wir müssen die Ganoven töten, kann doch nicht wahr sein, haben die eigentlich unseren Bus, oh Gott, nein, unser Auto brennt auch. Ah, guck mal hier, Ivan, what the fuck, holy shit, alter Schwede. So, Kollege. Alter, Ivan, sag mal, du bist als Letzter wieder gekommen. Wie viel hast du denn heute schon wieder gesoffen, Mann? Du siehst auch richtig fertig aus. Und euch geht's gut, Jungs? Vladko, Zlatan und ich habe keine Ahnung, der Schwarze. Wie siehst du denn aus? Na, egal. Auf jeden Fall krasser Einsatz, ey. Jesus. Ich würde sagen, wir rufen mal ein paar EMS. Ey, sag mal, hat das unser Auto überlebt? Der hat doch abbekommen. Der hat doch gerade eben mit einem Raketenwerfer. Ey, der hat das echt überlebt, das Auto. Wahnsinn, was ein Einsatz, ey. Oh, shit. Oh, sorry. Oh, oh, sorry. Ich habe da einen Kollegen von mir übersehen. Das tut mir leid. Sorry, Bro. Steig mal bitte ein, Mann. Alter Schwede. Ich würde fast sagen, wir fahren nochmal rechts ran. Und kümmern uns mal, dass hier die Leichen auch abgeholt werden. Weil ich glaube, hier haben wir einige. Das ist eine Polizistin. Schaut euch mal den Boden hier an, ey. Das Auto, ey. Alter Schwede. Wow, fucking shit. Was ist hier los? Oh, ah, weg hier, weg hier, weg hier. Alter Schwede. Was ist denn mit euch los, ey? Hallo, Jungs. Raus aus dem Auto. Nee, warte mal. So machen wir. Raus aus dem Auto. Raus, raus, raus. Alter Mann, ey. Guck mal, sein Beifahrer ist sogar noch tot. Seht ihr das? Denn sein fucking Beifahrer ist einfach tot. So, Jungs. Wir holen jetzt erstmal Corona-Service hier. Ey, Alter, wie die alle durchdrehen hier. Unglaublich, oder? Das war aber gerade echt super heftig. Da hinten ist der Corona-Service. Was macht der denn da? Ey, Feuerwehrmann, bleib mal locker. Pass bloß auf, dass dein Kumpel nicht rückwärts fährst und bist du Matsch, genau. Das wird, ey, was zur Hölle tut denn der da? Ich glaube, wir sollten mal die Straße frei machen. Ich glaube nämlich, sonst kommt hier keiner mehr vorbei. Tow Truck. Und das Polizeiauto geht auch noch ein Tow Truck. Drei Stück, da kommen sie schon angefahren, sehr gut. Ja, nice, läuft bei denen. Jetzt haben sie, hä? Jetzt haben sich beides Auto geklaut, oder was? Kann es sein, dass es hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Kann es sein, dass die Feuerwehr schon wieder versucht, irgendwie durchzukommen? Ja, war ja klar, ey. So, den müssen wir aber auch noch absteppen lassen. Tow Truck, ja. Okay, wir haben schon wieder einen neuen Einsatz, Leute. Ein Car-Checking. Ich weiß nicht, ob das die... Wow, was macht denn der da? Seht ihr das? Der läuft im Auto. Yo! Die Russen, Mann. Machen, was sie wollen. Ja, komm, fahren wir weiter. Steigt mal bitte ein. Sehr gut. So, drin ist er. Okay, ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen weiter. Das war jetzt echt heftig. Also so ein Einsatz hatte ich auch schon lange nicht mehr, zumindest nicht mit so viel Action. Werden wir aber gleich wieder nachholen, Leute. Noch mehr Action, oder? Nur lassen wir mal wieder Tag haben hier. Bei Nacht ist immer ein bisschen arg dunkel. Weg da vorne! Leute, wieder neuer Einsatz. Wir waren mal kurz hier ein Trinken in dem Lager. Da wohnt ein Kumpel von uns. Mit der Mama schon öfters mal eingetrunken und schlafen brauchen wir nicht. Wir fahren zum nächsten Einsatz. Ihr habt es mitbekommen. Was ist denn hier los? Murder on the scene. Gleich wieder hier im Hafen, Mann. Oh mein Gott, da vorne ist er schon. Vorsicht bitte. Kriegen wir den? Jungs, den holen wir uns.
Hier sind die Russen. Oh, das gehört ja zu mir. Da vorne rennt er. Schießt einfach drauf. Genau, sehr gut. So machen wir das. Herr Polizist, holen Sie sich den Typen an. Der wollte gegen ihn wieder schießen. Vor uns. Oh, no. Herr Polizist, sind Sie gegen den LKW gerannt. Machen Sie mal die Augen auf. Hätten Sie mal ein bisschen Zielwasser getrunken, so wie wir gerade eben. Das ist alles kein Problem. So, du bleibst mal schön liegen hier, Kumpel, ne? Herr Polizist, ich muss Ihnen leider sagen, er ist tot. Jungs, singen wir ein Lied. Droschkov, Gaskanovka, Dasch, da tot. Fertig, so. Dann holen wir mal hier einen Corona-Service, weil die Typen hier keinen Menschen mehr haben. Der wird einfach gleich direkt abgeseilt. Und jo, haben wir gut gemacht. Ach komm, kann ich diese Dinger noch aufstellen? Nö, brauchen wir nicht. So, Jungs, ich bin soweit fertig. Wir sagen, guter Einsatz, Waffen weg und zurück zum Auto. Überragend heute, muss ich sagen. Ganz tolle Einsätze. Noch eine andere Sache, Leute. Oh, hupt mich doch nicht an. Wenn ihr da draußen Wünsche oder Vorschläge habt zu meinen Folgen oder sonst was, schreibt es mir in die Kommentare, immer gerne gesehen. Und vielen, vielen Dank für den fetten Support, den ihr mir die letzte Woche gegeben habt. Meine Aufrufzahlen sind super, die Likes sind gut. Also, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Man muss ja auch mal Danke sagen. Habe ich schon mal Danke gesagt und hast Drovia und so weiter, ne? Wir fahren mal in die Stadt ein bisschen und gucken, ob wir auch nochmal unser MG hier oben zum Einsatz bekommen, nicht wahr? Wäre ja auch mal ganz geil, damit ein bisschen rumzuballern. Alles klar, Leute, Gunfire reported und Kidnapping schon wieder hier bei uns in der Nähe, da vorne. Ihr seht vielleicht diesen rosanen Punkt auf dem Radar unten links. Mal gucken, ob mein Kollege da oben mit dem G draufheizt. Bin mir nicht ganz sicher. Wir scheinen gerade das Race, zumindest sieht es so aus. Es müsste... Welches Fahrzeug ist es denn? Ah, da sind Sie der Kidnapper hier. Sind Sie am Kidnappen oder was? Ihnen ist schon bewusst, dass wir hier die Russen sind, ne? Junge Frau, hören Sie mal auf zu kidnappen. Kidnappen ist nicht cool. Moment. Haben wir uns da verstanden? Ja, ich muss Ihr Auto mal ganz kurz. Fahren Sie mal hier rechts ran, bitte. Nein, so nicht. Junge Dame, genau. Fahren Sie mal hier rüber, bitte. Genau. So, einmal die Kollegen. Guck mal, die Polizei ist auch schon da. So, bitte aussteigen, Jungs. Hier ganz ruhig. Die Frau, das klären wir schon. Ich hol dir mal aus dem Auto raus. Baby, komm mal raus aus dem Auto. Komm mal raus hier. Also ein Typ. Hey, hey, hey. Herr Kidnapper. Genau, immer drauf, Jungs. Immer drauf. Genau, Schüsse. Komm, ich schieße auch noch ein bisschen mit. Genau, hier rein. Ordentlich Sieb aus dem Kerl machen. Wofür haben wir sonst die Patronen? Und die Dame hier? Hat die auch eine Waffe, seht ihr es? Ah, ist mir egal. What? Wer schießt da schon wieder und warum? Auf wen schießt ihr? Jungs, was ist da los? Warum du schießt? Was für eine Bitch, Mann. Holy shit, was ist mit dir passiert? Ey, Zlatko, Alter, warum bist du einfach zusammengebrochen? Warum fängst du die Blut denn an? Sag mal, Jungs, warum blutet Zlatko schon wieder? Hat er seine Tage oder was? Ich dreh noch am Rad, ey. Komm, leg dich mal da hin. Genau, entspann dich mal. Da rufen wir mal. Wir rufen. Komm, der hat bestimmt wieder nur ein zu viel gesoffen hier. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal einen EMS. Der wird den schon wieder hinbiegen, oder? In der Zwischenzeit werde ich mal kurz unser Auto hier auf die Seite fahren, Jungs. Steigt mal wieder ein. Was ist eigentlich mit dem hier los, ey? Steig jetzt ein. Ey, hör mal auf zu hupen, Mann. Sehr voll krasser Einsatz. Ich fahre jetzt einfach auf die Seite. Okay. Medics sind auch da. Sehr gut. What the fuck, Alter? What the fuck? Habt ihr den Sprung gerade gesehen? Jesus Christ, was machen die denn immer, ey? Wir können auch fahren erst so einen halben Kilometer weiter. Ja, das Fahrzeug fahren wir auch mal auf die Seite. Es stört eben Straßenverkehr. Jungs, nicht einsteigen. Nein, 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 nein. Alle schön draußen bleiben. Das ist Evidence hier. Das Fahrzeug gehört zum Polizeieinsatz. So, danke, dass der Krankenwagen jetzt auch endlich da ist. Er ist schon mal wieder... Habt ihr es gesehen? Er ist schon wieder um die Leiche gefahren. Ich frage mich jedes Mal, was die... Alter, labert mich da nicht voll. Jungs, komm. Achso, jetzt steht natürlich der Medic hier mitten im Weg. Ey, könnt ihr euch mal um einen Kollegen hier kümmern? Hier links, der Typ hier. Auf zu oben, Tante. Du gehst auf den Sack. Was ist dein Problem, Mädel? Holy shit. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben mehr Verletzte. Es könnte... Oh, shit. Die Medics auch. Ich glaube, wir haben... Ah, ich glaube, wir brauchen einen zweiten Medic. Oh, no, Mann, ey. Was ist hier schon wieder los? Ich glaube, mein Kumpel wurde auch überfahren. Jungs, irgendwas stimmt hier nicht. Also hier ist leichtes Verkehrschaos. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie ich hier nochmal rauskommen soll. Aber ich würde fast sagen, wir fahren weiter. Alter, warum rasen die denn immer so ran hier? Ja, Jungs, komm, die sind RIP. Egal, Mann. Genau, rapido, rapido. Fahren wir einfach weiter. Wir fahren ein bisschen in die Stadt rein. Die anderen Jungs, die werden ins Krankenhaus gefahren. Irgendwie werden die schon überleben, oder... Ich hoffe, dass da... Macht's gut, Jungs, ne? Tschö. Hat er gerade Damn gesagt? Das heißt, so viel wäre das wohl doch nicht überlebt. Schade, schade, Mann. War ein guter Kollege. Aber Leute, es muss weitergehen. Das sind die Russen. Das muss weitergehen. Das Auto klappert schon wieder so, ey. Vorsicht!
on Bridge Street. Okay. Alles klar, Leute, wir haben, oh, wie es aussieht, einen Money Truck, der gestohlen wurde, also ein Geld Truck, den wir verfolgen. Vorsicht! Wir brauchen das Geld selber, ja? Also, wir fahren mal los. Bin mal sehr gespannt. Vorsicht, Mülleimer. Kollegen, wir haben jetzt hier einen Einsatz, da geht es um Geld, ja? Das ist sehr gut. Oh, da vorne, ihr seht schon. Der rast über den Weg drüber, seht ihr das? Da vorne rechts war er. So, ran da, die Buletten, Leute. Unser letzter Einsatz für heute wird der gestohlene Money Truck sein. Ich hoffe mal. Wow, da ist er ja schon, Leute. Alles klar, macht euch bereit. Den rammen wir jetzt mal. Fucking Money Truck. Komm, schieben wir den an. So, ich hole mal nochmal einen Helikopter dazu. Komm schon, den kriegen wir. Einmal ins Heck fahren und drehen. Yo, wir haben ihn. Sehr gut. Aussteigen, Jungs. Raus mit der AK und draufheizen auf die Karre hier. Und feuern! Immer drauf hier, immer schön wegballern die da. Einmal rein ins Auto. Da haben wir gut gemacht. Fahrer tot. Einwandfrei, Leute. Wir haben das Geld gesichert. Bester Einsatz, Mann. Weiter so. So, meine lieben Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Und ich freue mich, euch wieder morgen begrüßen zu dürfen auf meinem Kanal. Und das Ganze mit einem ganzen Nastrovje. Bis bald, ich bin draußen. Euer Ralf.